Hallo und herzlich willkommen, liebe IT-Projekt-Community, zu diesem neuen Beitrag aus der Projektmanagement-Reihe 101, in der es um die Grundlagen des IT-Projektmanagements gehen soll. Heute mit dem Thema Projektplanung, sicherlich eines der entscheidenden Themen für Projektleiter. Mein Name ist Stefan, ich bin IT-Projektmanager und ich möchte mit euch meine Erfahrungen hier auf YouTube teilen. Herzlich willkommen, steigen wir also ein ins Thema. Was ist Projektplanung? Nun, zunächst einmal ganz allgemein die Definition. Planung an sich als Vorgang ist, wenn man gedanklich Handlungen vorwegnimmt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Indem ich also plane und mir Gedanken mache, schaffe ich Ordnung in meinem Kopf und auch Ordnung im Projekt. Wir denken also beim Planen immer in die Zukunft und stellen uns dabei vor, was wäre, wenn. Warum macht man das überhaupt? Nun, der Plan, den wir gerne als Projektleiter entwickeln wollen, hilft uns dabei, Unsicherheiten zu reduzieren. Zum Beispiel die Unsicherheit, wann bestimmte Ergebnisse eintreffen. Ich kann nämlich das Eintreffen eines Ergebnisses planen, wenn ich weiß, wie lange seine Erstellung dauert. Natürlich hilft mir ein Plan auch, den Weg zum Projektziel zu weisen. Und hier denken wir noch mal kurz an den Vergleich mit dem Schiff. Ein Plan ist im Grunde genommen unsere Reiseroute zum nächsten Ziel und zum Endziel der Reise. Pläne helfen auch dabei, den Ressourceneinsatz im Projekt zu koordinieren, nämlich indem ich dafür sorge, dass immer genau die erforderlichen Ressourcen zum richtigen Zeitpunkt zum Tragen kommen. Planung als gedankliches Vorwegnehmen reduziert auch die Risiken im Projekt, beziehungsweise hilft dabei, Risiken im Projekt überhaupt erst zu erkennen, indem ich nämlich gedanklich Ziele, Ergebnisse und Handlungen vorwegnehme und mir überlege, was alles schieflaufen könnte. Planung sichert auch ab, dass zugesagte Termine erreicht werden, was für die Lieferfähigkeit von Projekten von entscheidender Bedeutung ist. Durch effizientes Planen vermeiden wir auch Kostenüberschreitungen, nicht nur den Ressourceneinsatz, den ich eben erwähnt habe, sondern auch das Überschreiten von realen Kosten, die im Projekt anfallen. Planung im Bereich der Qualität wiederum sorgt dafür, dass meine Qualität gesichert ist und ich jederzeit dafür sorge, dass die gewünschte bzw. angeforderte Qualität auch tatsächlich erbracht wird. Im Bereich Kommunikation kann ich mit Planung dafür sorgen, dass meine Kommunikation im Projekt erheblich verbessert wird, zum Beispiel durch einen Kommunikationsplan. Und natürlich ist mein Plan niemals ein starres Konstrukt. Jeder Plan ermöglicht flexible Anpassungen. Das muss so sein, denn kein Plan überlebt den Feindkontakt. Wie plant man eigentlich? Der Planungsprozess an sich beginnt immer damit, dass man den Auftrag des Projekts, die Ziele des Projekts und dessen Scope analysiert und die aktuelle Situation des Projekts bewertet. Wir schauen uns also an, wie ist der Status bisheriger Lieferergebnisse, wie ist die Zielerreichung, welche Aktivitäten haben stattgefunden, welche sind noch geplant, welche Risiken habe ich, welche Pläne ergeben sich daraus. Dann kann ich im nächsten Schritt die Lieferergebnisse planen. Ich ermittle also, welche Lieferergebnisse sind noch offen oder welche Zustände müssen noch erreicht werden. Anschließend kann ich planen, wie ich beabsichtige, diese Lieferergebnisse zu erreichen. Also zum Beispiel durch das Festlegen von Aktivitäten oder durch das Planen des Herstellungsprozesses der Lieferergebnisse. Und so komme ich dann letztlich zu meinem Projektplan. Dieser zentrale Projektplan erlaubt mir dann aufzustellen, was erreicht werden soll, wie es erreicht werden soll und dann schlussendlich auch, wann es erreicht werden soll. Erst in diesem Schritt habe ich tatsächlich meinen Projektplan, den Plan, fertig. Und aus diesem Projektplan können wir dann auch die weiteren Unterpläne des Projektplans ableiten, nämlich den Ressourcenplan, den Risikoplan, den Kostenplan und den Kommunikationsplan. Diese ergeben sich erst, wenn ich einen vollständigen Projektplan zur Verfügung habe, der mir alle wesentlichen Lieferergebnisse und auch die geplanten Maßnahmen zeigt.
Denn nur so kann ich zum Beispiel die passenden Kommunikationsmaßnahmen planen, die erforderlich sind, um die Maßnahmen einzuleiten oder zu unterstützen. So viel also zur Planung. Und wie ihr eben schon gehört habt, gibt es auch für jedes Thema der Planung unterschiedliche Werkzeuge. Um Auftrag und Ziele eines Projekts zu planen, haben wir schon in der Sektion über Projektziele gehört, gibt es die SMART-Kriterien. Es gibt Werkzeuge wie den Project Charter oder das Projektleitdokument, in dem ich dann die geplanten Ziele dokumentieren kann. Für Scope und Projektumfang gibt es das sogenannte Projekt Scope Statement, in dem ich den geplanten Projektumfang beschreiben kann. Lieferergebnisse und Qualität eines Projektes werden über die Produktbeschreibung bzw. den Projektstrukturplan, abgekürzt PSP, geplant, während hingegen die Aktivitäten im Projekt in einem sogenannten Aktivitätenplan festgehalten werden. Die zeitliche Planung eines Projekts erfolgt, wie bereits gesagt, über den Projektplan, auf höherer Abstraktionsebene auch über einen sogenannten Meilensteinplan. Die Ressourcen des Projekts plane ich über den Ressourcenplan, also eine Aufstellung der benötigten Personen mit ihren benötigten Fähigkeiten und dem erforderlichen Zeitpunkt, wann diese Fähigkeiten gebraucht werden. Die Kostenplanung eines Projekts erfolgt über das Budget und das kann auf unterschiedliche Weise, je nach Projektausprägung, erfolgen. In manchen Projekten haben wir ein sehr ausgeprägtes Kostencontrolling, in anderen wiederum nicht. Risiken werden geplant, indem man eine Risikoliste oder ein Risikoregister aufstellt. Und schließlich gibt es noch für Stakeholder und Kommunikationsmaßnahmen entsprechende Werkzeuge, nämlich die Stakeholder-Analyse, die mir zeigt, welche Stakeholder ich beeinflussen sollte, auf welche Weise, und den Kommunikationsplan, den ich nutzen kann, um dann zum Beispiel für diese Stakeholder gezielte Kommunikationsmaßnahmen festzulegen und zu planen. All diese Werkzeuge gehören sozusagen zum täglich Brot des Projektleiters, ähnlich wie ein Kapitän, der auf seinem Schiff jeden Tag mehrere mögliche Instrumente und Anzeigen prüfen muss, um zu schauen, ist sein Schiff noch auf Kurs oder muss er umplanen. Wenn all das erfolgreich war, dann gilt für uns IT-Projektmanager, dass das Projekt erfolgreich absolviert wurde. Und ich hoffe, ihr könnt dann genauso wie ich am Ende eures Projektes sagen, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ganz persönlich ist Planung für mich einer der faszinierendsten Aspekte am Projektmanagement, nämlich wenn genau dann die vielen kleinen Teile monatelanger Vorbereitung endlich zu einem gesamten Konstrukt in sich ineinandergreifen und das Projekt gelingt. Zum Beispiel an einem Cut-Over-Wochenende, an dem ein wichtiges System in Betrieb genommen wird. Ich hoffe also, dieser kleine Überblick über das Thema Projektplanung hat euch wertvolle Einblicke gebracht und ihr seid auch beim nächsten Mal in der Reihe Projektmanagement 101 wieder dabei. Wenn ihr Fragen habt oder weitere Anregungen für weitere Beiträge, hinterlasst sie in den Kommentaren unter diesem Video. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.